Hallo meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch meinen Leserückblick vom September vorstellen. Ich hatte schon auf Instagram geschrieben, dass ich jetzt so September bis Dezember ein bisschen mit dem Lesen zurückschraube, was halt auch an meinem Substand ein bisschen nagt, aber ist jetzt halt nicht so schlimm. Ich meine, irgendwann gibt es wieder Monate, wo ich sehr viel lese. Aber ja, ich habe sage und schreibe ein Buch, ein E-Book und sonst nur Mangas gelesen. Aber das war jetzt halt auch wirklich so, ich hatte keinen direkten Bock. Ja, ich habe diesmal die Seitenzahlen nicht zusammengerechnet. Es sind aber auch, das eine Buch sind 220 Seiten und das andere 160 Seiten. Also es sind fast 400 Seiten. Und ich kann so ein bisschen gut rechnen. 400 Seiten durch knapp 30 Tage sind nicht mal 10 Seiten pro Tag. Also ich habe nicht sehr viel gelesen, aber ich fand es trotzdem in Ordnung. Ja, das E-Book, was ich gelesen habe, ist von Jackie May, der zweite Teil der Underworld Chronicles Reihe, Gejagt. Und hier ja, geht es weiter um Nora, um ihr Leben jetzt in dem anderen Sinne, dass sie jetzt mehr und mehr in diesem ja, übernatürlichen Wesenleben reinkommt. Sie weiß immer noch nicht, was es ist. Und ja, sie wohnt jetzt schon über einen Monat bei einem Troll, bei den Terrans, den man schon im ersten Band kennengelernt hat. Auch Wolf, Parker, die ganzen Charaktere tauchen natürlich hier wieder auf. Und nichtsdestotrotz gibt es halt auch wieder einen Handlungsstrang. Und der geht darum, dass Wolfs altes Rudel Hilfe bei einer internen Sache braucht, aber diese Sache soll eigentlich intern bleiben, deswegen ist Nora halt da so undercover. Und Nora wird einfach mit jenen wieder verkuppelt und ja, was da jetzt wirklich bei rauskommt, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich habe jetzt nur noch zwei Bücher von den Underworld Chronicles vor mir und dieses Buch hatte von mir 4 Sterne bekommen. Das Buch, die 3 Fragezeichen, die Spur der Toten von André Meininger, hat von mir 3 Sterne bekommen, weil, gut so ist, ich fand, ja, am Anfang fand ich das so ein bisschen schleppen, kann auch sein, weil ich halt mich nicht im Moment so gut konzentrieren konnte, aufgrund einiger Sachen. Aber hier geht es halt drum, dass Bob Post von einem Anwalt bekommt und von einer alten Bekannten eben ein Vermächtnis. Und diese alte Bekannte oder alten Bekannten, eine alte Bekannte, die haben wir schon in früheren Fällen angetroffen und die tut halt Bob nicht sehr gut. In dem Fall ist es halt auch so, dass die Spuren bis ins Reich der Toten führt. Und ja, was das nun jetzt ist, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich fand es halt wirklich gut. Nicht überragend gut. Ich fand es gut. Ich habe mit dem Ende nicht gerechnet. Aber ich bin mal gespannt, ob man von der Person dann nochmal ein Buch kriegt oder eher nicht. Dass man halt da nochmal ein bisschen drauf eingeht. Ich bin mal gespannt, ob das Thema jetzt damit abgefrühstückt ist. Ja, dann habe ich mir von meinem Freund eine Reihe ausgeliehen, die ist noch nicht beendet. Es handelt sich halt hier um Ranma 1,5 von Rumiko Takahashi. Ich habe den 5. Band noch Ende
September gelesen, wo es mir auch wieder besser ging. Ich lag halt leider eine Woche flach und 3 Tage ging gar nichts. Und ja, ich muss auch wieder gestehen, Ranma hat diesen Witz, diesen Humor für mich wirklich nicht verloren. Es geht hier halt um Ranma Sawatome, der eigentlich ein ganz normaler Teenager ist, bloß dass er sich bei kaltem Wasser in ein Mädchen verwandelt, wenn er mit kaltem Wasser in Berührung kommt. So. Ja. Und sein Vater hat Ranma schon sehr, sehr früh mit einer Bekannten verlobt. Und zwar mit Akane Tendo. Aber Ranma und Akane mögen sich so gar nicht. Und das ist dieses Witzige eben dabei. Und halt auch dieses weibliche Ich von Ranma ist eben so heiß begehrt. Sie wollen ihn ständig ankragen. Und ja, dann hat Ranma als weiblicher Ranma Feinde, aber auch Liebende, dann in seiner männlichen Version auch. Aber dafür habe ich ja auch extra ein Video gedreht. Dann habe ich noch Band 1 und 2 von Oshinoko bzw. Mindstar gelesen. Der erste Band ist komplett die erste Folge. Die erste Folge von Oshinoko geht wirklich eine Stunde und 30 Minuten oder sogar eine Stunde und 45 Minuten. Ich muss aber sagen, ich finde es richtig gut, dass die erste Folge den kompletten ersten Band abhandelt, weil hier passiert einiges, wo man dann sagt, ey Mensch, da hätte man schlecht 2, 3 Folgen draus machen können. Hier geht es halt wirklich darum, dass der Arzt Goro von seiner einen Patientin gefragt worden ist, was wäre, wenn sie als Kind eines Idols wiedergeboren werden würde oder ob er halt überhaupt dran glaubt. Und er so, nee, glaube ich nicht dran. Und er ist aber total Hardcore-Fan von Ai Hoshino, die hier auf dem Cover ist. Und ja, da geht das ganze Drama und Desaster los. Es ist Comedy, es ist hier hinten steht auch Mystery drauf. Es ist Comedy, es ist Mystery, es ist Unterhaltungsprogramm. Aber es ist halt sehr viel auch an Drama drin, da hier was drin passiert, wo man eben nicht mitrechnet und deswegen ist der erste Band auf jeden Fall ab 16, der zweite auch ist ab 16, also es ist wirklich empfohlen. Man kann es auch vielleicht mit 14, 15 lesen, aber empfohlen ist es eben ab 16 Jahren. Und ja, mein Star bzw. Oshinoko ist am Anfang total an mir vorbeigegangen. Deswegen bin ich jetzt umso froh, dass ich diesen Manga bzw. Anime für mich entdeckt habe. Ihr könnt ja unten mal in die Beschreibung in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr schon mal Oshinoko euch angeguckt habt, gelesen habt oder so. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!